Angekommen am Airport kannst du direkt Ausschau nach unserem Fahrer halten, der bereits am Airport auf dich wartet und ein Schild mit deinem Namen hochhält. Dann kannst du erstmal Platz nehmen und du wirst von unserem Limousinenservice vom Flughafen zu unserer Klinik gefahren. Angekommen in unserer Klinik geht es dann direkt am Anreisetag noch auf direktem Wege zur Blutabnahme. Anschließend, nach der Blutabnahme, bist du dann von unserem Fahrer in unser 4-Sterne-Hotel gefahren. Dort kannst du dann ganz entspannt einchecken und dich vom Anreisetag relaxen und erholen. Nach einem ausgiebigen Frühstück im Hotel bist du dann am zweiten Tag in unsere Klinik gefahren und dein Tag beginnt mit dem Vorgespräch. Falls du an dieser Stelle offene Fragen oder Bedenken hast, kannst du unsere Mitarbeiter, die fließend Deutsch sprechen, jederzeit ansprechen. Wir sind liebend gerne für dich da und begleiten dich vollumfänglich auf deinem Weg zu vollem Haar. Wie in jeder Klinik kann es unter Umständen zu Wartezeiten kommen. Falls das der Fall sein sollte, habe einfach ein wenig Geduld. Das gesamte Ärzteteam rund um Dr. Balvi möchte natürlich jedem Patienten, wie auch dir, die notwendige Zeit widmen. Anschließend wirst du dann unseren Spezialisten Dr. Balvi auch zur Voruntersuchung persönlich treffen. In der Voruntersuchung wird Dr. Balvi dann den Spenderbereich und auch den Empfängerbereich genau unter die Lupe nehmen und untersuchen. Bei der Voruntersuchung mit Dr. Balvi wird dann auch die neue Haarlinie millimetergenau ausgemessen und eingezeichnet, damit wir später ein ideales und vor allem ein sehr natürliches Ergebnis garantieren können. Falls du an dieser Stelle direkte Fragen an Dr. Balvi hast, ist das natürlich gar kein Problem. Unsere Dolmetscherin steht dir jederzeit selbstverständlich zur Verfügung. Weiter geht's mit der Vorbereitung zur Transplantation. Falls nötig und falls gewünscht, werden dir dann deine Haare abrasiert. Und keine Angst, auch du wirst mit einer Glatze ein gutes Bild abgeben. Danach heißt es dann zurücklegen und ein wenig die Füße hochlegen. Du kannst dich einfach noch ein wenig relaxen, bevor es dann mit der Betäubung weitergeht. Bei der Betäubung brauchst du dir übrigens gar keine Gedanken machen. Wir bei Elite Hair Transplant arbeiten nämlich mit der neuartigen und innovativen Comfort-in-Betäubungsmethode, um dir die Transplantation so angenehm wie möglich zu gestalten. Du wirst merken, das Ganze ist halb so wild. Zum Start der Transplantation werden im ersten Schritt die Haarwurzeln, die später verpflanzt werden, entnommen. Bei uns hat jede Haarwurzel höchste Priorität. Deshalb achten wir auch penibelst auf eine sichere Lagerung und zählen bei jeder Entnahme selbstverständlich ganz genau mit, damit auch keine Haarwurzel abhanden kommt. Im zweiten Schritt der Transplantation werden dann die Kanäle, in die die Haarwurzeln eingesetzt werden, geöffnet. Bei der Öffnung der Kanäle wird mit den neuesten und innovativsten Techniken gearbeitet, um das bestmöglichste Ergebnis zu garantieren. Eine millimetergenaue Präzisionsarbeit unserer Spezialisten ist dabei unerlässlich. Im dritten und letzten Schritt der Transplantation werden dann die zuvor entnommenen Haarwurzeln in die geöffneten Kanäle mit höchster Genauigkeit von unseren Spezialisten eingesetzt und verpflanzt. Unsere genaue und präzise Arbeit spiegelt sich am Ende des Tages in einem natürlichen, dichten und perfekten Ergebnis unserer Patienten wider. Deshalb sind wir von Elite Hair Transplant extrem stolz, bereits über 30.000 Patienten zu einem neuen Lebensgefühl verholfen zu haben.